Lea ist schwanger. Schau's dir an. Du bist Oma. Ich kann's nicht glauben. Wie sieht der Arm so lächerlich dabei aus? Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Freunde, heute ist endlich soweit. Die neuen Color-Hoodies sind im Hashtag.de immer eine Folge. Ich kann's nicht glauben. Wunderschöne Farben wie dieses wunderschöne Grün. Passt es wärmend? Oder hier? Los, tanzt aber der, los! Hey, ich bin der Peter und ich hab mir auf den Veranstaltungen. Dieses wunderschöne Hoodie, der dir viel zu groß ist. Und wir haben einmal den sandfarbenen. Ich bin Tropical. Catch! Ich kann's nicht glauben! Das passt nämlich perfekt zu Tropical. Watermelon! Und wir haben keine Spermien mehr, denn die habt alle schon voll gefressen. Gimme! Ich kann nicht glauben. Okay, perfekt, meine Freunde. Der Fashion.de, meine Freunde, ist jetzt online. Freunde, was anderes, was ich nicht glauben kann. Leute, tut mir leid, dass wir das die ganze Zeit machen. Wir haben es gerade einmal gemacht. Wir finden es jetzt lustig. Wir haben gerade unsere Phase. Ich habe meinen Kanal jetzt aber schon 10 Jahre lang, Leute. Richtig krank. Ein Tag später, als MrBeast seinen Kanal gemacht hat. Also, einen Tag früher hat MrBeast seinen Kanal gemacht. Ja gut, er hat jetzt vielleicht 50 Millionen Abonnenten mehr als ich. Aber ich kann es trotzdem nicht glauben. Mal gucken, ob Mom das Ganze auch nicht glauben kann. Mom, hallo. 10 Jahre YouTube! Warum? Was hast du auf YouTube? 10 Jahre war ich YouTube jetzt schon. Oh, oh mein Gott! Toll, ne? Toll, das ist die Jährigste. Ich freue mich so. 10 Jahre YouTube, mein Freund. 10 Jahre YouTube! 10 Jahre YouTube! Schalalalalalala! Oh nein, ich hab nicht aufgenommen. Echt jetzt? Spaa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 
Ich hab mal wieder eine mega Idee. Du musst mitmachen, egal was du sagst. Denn ich hab gerade vorhin bei dem Kack-Video mitgemacht, jetzt musst du bei meinem Video auch mitmachen. Lea, ich hab dir was gekauft. Vielleicht weiß der Lea, ne? Mit 16, mit 16, 17, da gibt's schon ein paar, die sind auch so Teenie-Mütter werden, ne? Und deswegen habe ich mir was überlegt. Du musst heute deinen eigenen Followern zu Glaube machen, dass du schwanger bist, Lea. Und deswegen habe ich dir einen Fake-Schwangerschaftsbauch gekauft. Guck mal, wie echt der aussieht. Das hat 200 Euro gekostet, ja, du musst das machen. 200 Euro dieser Bauch, das ist echt so für Fotografen, damit das richtig echt aussieht. Und du wirst heute schwanger werden. Woo! Ich hoffe, das sieht echt aus, weil sonst glaubt es halt niemand. Es ist perfekt. Was? Es ist perfekt. Es ist perfekt. Was? Es ist perfekt. Was? Oh mein Gott. Ich bin schwanger. Du das machst. Post mal einmal so, post mal einmal. Das heißt, dann machst du immer so ein Herzchen. Ja! Nein, das darf ja nicht so auffällen. Ja, ja. Ja, so muss es sein, genau so. Oh mein Gott, das sieht echt aus, als ich schwanger so sehr, Mom, Mom, deine Tochter lässt dir was erzählen. Lea, ich muss dir was beichten. Lea ist schwanger, schau es dir an. Du bist Oma. Mom, du bist Oma. Mein RTL. Das sieht ja krass aus, kann das sein? Jetzt dreh dich mal ganz. Das ist auf jeden Fall wirklich, sieht aus, als wenn man wirklich schwanger wäre, nicht fett. Oder? Ja, es ist perfekt. Oh mein Gott, das ist so komisch. Okay, zieh die Schuhe an, wir machen das schöne Schwangerschaftsbilder. Los, komm. Okay. Oh mein Gott. Das sieht so echt aus. Okay. Geh mal ein bisschen nach da. Oh Gott. Ich stell dich mal ganz normal hin, weil wir nochmal stehen. Stehst du so normal? Das Bild nehmen wir, das wird jetzt gepostet, Lea, und dann bin ich gespannt auf die Reaktion. Dann haben wir mit Lea erstmal ein paar Bilder ausgewählt, aber Lea wollte das natürlich nicht die ganze Zeit online lassen, ist ja klar. Und deswegen haben wir uns darauf geeinigt, das danach zu löschen und es natürlich aufzulösen, weil sonst wäre es ein bisschen asozial. Aber okay. Wir haben Posting verloren. Ja, nein, du kommst eine Stunde. Ja! Vielleicht fällt es auch gar keinem auf. Was schreiben wir da runter? Der Frühling kommt. Machst du ein Storch-Emoji? Und los! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Freunde, jetzt bin ich gespannt, was die Leute schreiben. Noch gar nichts. 15 Likes! Das checken die gar nicht. Ich glaube auch nicht. Die checken das gar nicht. Dann kann man auch mal testen, ob sich die Leute die Beiträge überhaupt anschauen. Du bist einfach nur fett. Die denken, dass du einfach nur fett bist, Madame. Keiner checkt's! Dann denken die, ja, ich bin fett einfach. Ja, die denken aber, du bist fett. Safe wegen dem Video, okay? 100 Mal schon geliked. Die verstehen das alle. Nein! Boris streckt deinen Bauch raus und schiebt das so hin. Lieben. Postest das in die Story mit einem Baby-Emoji. Okay, Leute, wir machen nochmal, damit wir es befeuern, machen wir nochmal hier in die Story 1. Woher weiß ich, dass es das mit YouTube-Videos zu tun hat? Was zum ist der Fake? Hä? Die sind ja ultra schlau. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ja! Der glaubt's. Ist die schwanger? Oh! Das liken wir. Nein, der. Herzlichen Glückwunsch! Ja! Hast du Angst gerade? Stop it. Nein, noch nicht löschen. Du musst eine Story machen, heißt, ich freue mich so. Ja, Leute, ihr habt ja schon in meinem neuen Beitrag gesehen. Mich erwartet jetzt bald Nachwuchs, also richtig verrückt. Ja, ist jetzt irgendwie alles voll schnell so gekommen und ich bin selber. Ah, das war ja ultra gut. Hallo, wir glauben es wirklich. Was echt jetzt schreibt jemand? Timo, bist du schwanger? Okay, Freunde, wir löschen das wieder nicht, dass Leute wirklich denken, dass Lea schwanger ist. 1, 2, 3. Das ist es. Wenn ihr schwanger seid, dann lasst euch gut beraten, Leute. Wir wollten es natürlich nicht darüber lustig machen. Ich finde es aber irgendwie cool, dass Lea so viel Support bekommt, wenn das passieren würde. Niemand würde es mir glauben, wenn es passieren würde. Herzlichen Glückwunsch und sowas haben ein paar geschrieben. Also, nett von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Die Sommerzeit ist viel zu schnell vorbei. Und ich frag mich, why, sind wir nicht immer so frei? Niemals down, wir sind so high. Hey, das ist doch erst mit Sex. Man geht aber schwanger über Sex. Die kommen vom Storch noch.